Das Thema ChatGPT ist in aller Munde, man sieht das in der Zeitung. Man merkt, das ist im Alltag angekommen. Es gab aber davor schon ähnliche Systeme. Denken wir an Alexa, was man zu Hause benutzen kann von Amazon als smarten Assistenten, Siri auf dem Apple iPhone. Überall gibt es diese scheinbar menschenähnlichen, künstliche Intelligenz getriebenen Systeme, die uns dann Services abnehmen, Services anbieten, Aufgaben erleichtern und dann mit uns quasi in unserem Alltag zusammen interagieren. Und jetzt bei ChatGPT ist ja das Besondere, ich kann dem etwas schreiben und er schreibt es mir genauso zurück. Ich spreche mit dem so ähnlich wie mit einem anderen Menschen, weil ich meine natürliche Sprache verwende und weil wir beide in einer Chat-Situation sind. Genauso wie wenn ich einem Freund oder einem Bekannten oder meinen Eltern auf dem Handy was schreibe. Und so ähnlich fühlt sich das ja auch an. Dann kommt noch dazu, dass einige dieser Assistenten menschenähnlich gestaltet sind. Alexa hat einen weiblichen Namen, meistens eine weibliche Stimme. Da merkt man schon, da sind Elemente sowohl in der Interaktion als auch bei der Gestaltung, die dazu führen, dass ich eine gewisse Menschlichkeit wahrnehme. Und das ist der Kern meiner Forschung. Es geht darum zu verstehen, was diese Menschlichkeit in den Nutzern, in den Nutzerinnen auslöst. In meiner Forschung geht es dann darum, was passiert denn, wenn dieser Chatbot, dieser Algorithmus, dieses System einen Fehler macht. Also ich frage etwas ChatGPT, bitte generiere mir dieses oder jenes und zurückkommt aber was komplett Falsches. Oder bestes Beispiel von mir beim großen Paketzulieferer, mir wird geschrieben, hey, da gibt es ein Problem mit deiner Lieferung, melde dich doch bei uns, du kannst auch unseren Chatbot nehmen. Habe ich angeschrieben, habe gesagt, hallo, das ist meine Nummer. Der Chatbot, ja, das Paket kommt pünktlich. Meine Antwort war, danke für nix, und der Chatbot hat geschrieben, sehr gerne. Da merkt man schon, da hat diese Interaktion nicht geklappt, da war ich jetzt frustriert, das hat der Chatbot nicht mitbekommen, es gab einen Fehler und diese Interaktion hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Und das gibt es natürlich noch in schlimmeren Ausmaßen und da beginnt quasi gerade ein aktuelles Projekt, was wir abgeschlossen haben, wenn dann Leute anfangen, den Chatbot nicht nur wie ich jetzt sarkastisch danke für nichts zu schreiben, sondern wirklich anfangen auszurasten, ihn zu beleidigen, Sachen zu sagen, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Warum passiert das? Und da haben wir eine Studie durchgeführt, die hat gezeigt, umso menschlicher das System wahrgenommen wird, umso frustrierender ist der Fehler und der Zusammenhang zwischen Frustration und Aggression ist sehr gut etabliert in der Forschung. Aber was gleichzeitig passiert ist, weil wir soziale Tiere sind und soziale Interaktionen sehr gerne mögen, habe ich aber auch gleichzeitig recht zufriedener und glücklicher mit dieser Interaktion bin. Und das ist irgendwie so ein bisschen paradox. Wir führen das darauf zurück, dass diese Frustration daher kommt, dass wir jetzt diesen Bot, ob es jetzt ChatGPT ist oder auf Facebook oder Amazon oder wer auch immer, dass das damit zusammenhängt, dass wir jetzt den Absicht unterstellen. Und wenn wir jetzt sagen, der hat absichtlich einen Fehler gemacht, dann wird das ganz schlimm. Das ist so ähnlich, kann man sich vorstellen, wenn man in der Schule oder wann auch immer angerempelt wurde, man dreht sich um und da ist jemand schwer beladen mit Büchern, dann war das keine Absicht, dann bin ich nicht sauer, dann ist das okay. Wenn ich aber schon jemanden fies grinsen sehe, dann brodelt es in einem. Und das ist genau etwas, was auch hier passiert. Also, obwohl diese Maschine ja keine Absicht hat, die wollte mir ehrlich und nach bestem Wissen und Gewissen und nach besten Fähigkeiten antworten, habe ich aber Intention wahrgenommen, weil dieser Fehler, der fühlte sich irgendwie so an. Und das ist das Spannende an dieser Interaktion mit diesen Algorithmen. Da fühlt sich plötzlich was an, da denke ich spontan. So, und der andere Aspekt, den wir uns angeguckt haben, ist, wenn ich jetzt frustriert bin, wer und warum werde ich denn aggressiv? Und jetzt wäre die Annahme, wenn jetzt mein ChatGPT-basiertes System oder AI-basiertes System auch menschlich wirkt, dann müsste ich ja eigentlich mich mehr zurückhalten, weil ich möchte jemand anderen nicht wehtun, ich möchte jemand anderen nicht beleidigen. Aber unsere Ergebnisse zeigen, dass diese Menschlichkeit auf diese Beziehung von Frustration zu Aggression gar keinen Einfluss hat. Man wird trotzdem aggressiv, man beleidigt trotzdem. Und das war etwas erstaunlich für uns. Wir haben es in unserem ersten Modell gedacht, das müsste doch eigentlich zusammenhängen. Ich bin frustriert, meine Aggression löse ich aus. Wenn es aber menschlich ist, dann sollte ich mich eher zurücknehmen, weil ich ja weniger Anonymität, mehr Empathie empfinde. Aber was wir stattdessen gefunden haben, ist etwas sehr Spannendes. Wir haben nämlich gefunden, dass die Menschlichkeit sich darauf auswirkt, welche Art von Aggression ich rauslasse. Also wenn der Chatbot nicht besonders menschlich wirkt, also zumindest von mir wahrgenommen wird, dann beleidige ich den schlimmer. Dann haben Nutzer wirklich den viel, viel schlimmer beleidigt. Wenn er aber als sehr menschlich wahrgenommen wird, dann werden die Beleidigungen weniger schlimm. Dann wird nur noch geschrieben, du doof oder ja mit drei Ausrufezeichen, während im Vergleich bei der Gruppe, wo geringe Menschlichkeit war, das sind wirklich Beleidigungen, die gehen so überhaupt nicht in Ordnung. Die möchte man eigentlich so nicht sagen. Und das ist der spannende Unterschied. Also scheinbar passiert ja etwas im Nutzer wegen dieser wahrgenommenen Menschlichkeit, dass man dann aggressiver wird in dem, was man sagt, aber ob man aggressiv wird, darauf hat es keinen Einfluss. Aber da merken wir schon, diese Menschlichkeit geht unter unsere Haut. Wir denken, handeln anders, als wir es würden. Natürlich, manchmal hat man auch die Intention, weiß nicht, man hat sich im Tisch gestoßen, den zurückzuhauen. Aber hier wird wirklich konzentriert dem System aggressiv geantwortet, auch wenn das dadurch ja nicht weitergeht. Ich möchte ja eigentlich, dass ChatGPT danach das Richtige generiert. Ich nehme mir aber erstmal den Moment zu sagen, du doofes System. Und dann antwortet das System ja, sorry, keine Ahnung, was du jetzt meinst. Und die Interaktion ging nicht weiter. Also ich stehe mir quasi selbst im Weg.
Und das ist quasi das Ergebnis unserer Studie. Menschlichkeit macht mich frustrierter, gleichzeitig aber zufriedener, was Frustration verringert. Es wirkt sich nicht darauf aus, diese Menschlichkeit, ob Frustration sich dann zu Aggression auslebt, aber wie ich meine Aggression auslebe. Und das macht auch das Thema rund um ChatGPT und vergleichbare Technologie so spannend. Einige Aspekte von der Mensch-zu-Mensch-Interaktion übertragen sich, andere nicht. Und manchmal treffen die auch aufeinander und kommen zu Effekten, die so weder klassisch mit dem Computer gibt, als auch zwischen zwei Menschen, sondern hier gibt es ganz neue Phänomene, die dazu führen, dass man sich damit permanent auseinandersetzen muss. Selbst wenn jetzt ChatGPT als Technologie perfekt ist, trotzdem müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie ist denn jetzt die Interaktion zwischen mir als Nutzer und diesem System optimal zu gestalten, dass ich mich nicht beobachtet fühle, dass ich nicht frustriert und aggressiv werde, sondern dass es eben am Endeffekt dazu kommt, dass wir zusammen, also der Algorithmus wie auch der Mensch, perfekt zusammenarbeiten.